Hallo und willkommen bei How To Buddies. Wir wollen uns in diesem Video mit dem Motorola ThinkPhone beschäftigen, und zwar wie wir dort einen Fingerabdruck eingerichtet bekommen. Das Gerät kommt ja werkseitig zu euch ohne Sperren und ohne alles. Dafür müsst ihr dann eben selber sorgen, dass ihr zum einen in der Ersteinrichtung eben eine Displaysperre eingebt, beziehungsweise auch nach der Ersteinrichtung haben wir auch ein Tutorial zugemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und dann gibt es eben die Option, zusätzlich das Ganze mit dem Fingerabdruck zu entsichern. Und das gucken wir uns in diesem Video jetzt einmal genauer an. Wir haben ja hier einen In-Display-Touch, das heißt, unterm Display befindet sich der Sensor. Und in den Einstellungen, da geht's los. So sieht's ja aus, wenn ihr oben ankommt. Scrollt ihr ein bisschen runter und dann habt ihr hier den Bereich Sicherheit und Datenschutz. Zeigen wir es mal ein bisschen näher, dass man es auch lesen kann. Da sehen wir dann schon App-Sicherheit, Gerätesperre, Berechtigung steht da drunter. Das wähle ich einmal aus. Und so sieht das Ganze jetzt bei uns aus. Hier haben wir den Punkt Gerätesperre. Da steht dann auch schon Displaysperre, Fingerabdruck und Gesichtsentsperrung. Wenn ich das jetzt auffahre, diesen Bereich, dann kann ich hier auch sehen, dass meine Displaysperre aktiv ist. Der grüne Pfeil zeigt mir das, auch dass da drunter PIN steht. Fingerabdruck habe ich noch nicht vergeben. Das zeigt eben ja, das graue Minus sozusagen vorne. Wichtig an dieser Stelle ist, dass ihr, um einen Fingerabdruck einspeichern zu können oder eingeben zu können, auf jeden Fall eine Displaysperre verwenden müsst, denn ohne die gäbe es keinen Plan B für den Fall, dass das Gerät mal euren Fingerabdruck nicht erkennt, sei es, weil euer Finger vielleicht verletzt ist oder ein bisschen zu stark eingecremt, verschmutzt oder sonst was, dann kann es eben passieren, dass der Fingerabdruck auch mal nicht so astrein erkannt wird und dann möchtet ihr trotzdem wahrscheinlich euer Gerät irgendwie entsperrt bekommen und natürlich schaltet es dann nicht einfach frei, das wäre ja sinnlos, sondern dann greift eben die Displaysperre als Plan B. Deswegen müsst ihr die so oder so vorher eingegeben haben, ganz gleich welche ihr da nutzt, Muster, PIN oder Passwort. Und dann könnt ihr auch den Fingerabdruck sozusagen nutzen oder einprogrammieren. Und um da jetzt ranzukommen an den Fingerabdruck, damit eben kein Fremder hier einfach einen Fingerabdruck eingeben kann und ihr euch wundert, warum ihr euer Gerät nicht mehr entsperrt bekommt, muss man eben einmal die ganze Geschichte hier mit der bestehenden Displaysperre, also in unserem Fall die PIN, einmal eben freischalten. Also bei uns ist die PIN 4x0 vom Gerät, zack. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Fingerabdruck einzuprogrammieren oder einzugeben. Berühre den Fingerabdrucksensor, um dein Telefon zu entsperren, Einkäufe zu autorisieren oder dich bei Apps anzumelden. Also nur die reine Displaysperre ist halt eine Funktion, gibt eben noch die Möglichkeit, was da steht, wie ihr seht. In diesem Fall konzentrieren wir uns hier mal auf die Displaysperre. So, jetzt kann ich hier einmal drauf tippen. Richtig? Nein, das ist nur ein Icon, ein bisschen Show. Ich drücke hier unten auf Einrichtung und jetzt steht hier noch was zum Thema Bildschirmschutzfolie. Eine Bildschirmschutzfolie wirkt sich möglicherweise darauf aus, wie der Sensor Ihren Fingerabdruck liest. Wenn Sie einen neuen Bildschirmschutz angebracht haben, registrieren Sie Ihren Fingerabdruck erneut, um eine optimale Genauigkeit zu erzielen. Genau, also wenn ihr einen Fingerabdruck eingegeben habt und kauft euch später dann so eine Displayfolie und klebt die da drauf, dann eben dran denken, dass ihr den Fingerabdruck einmal neu einprogrammiert. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt hier an. Einmal okay, Sensor suchen, der ist hier unten. Berühren Sie das Sensorsymbol auf dem Bildschirm und halten Sie es gedrückt. Sie müssen den Sensor mehrmals berühren, um Ihren Fingerabdruck zu erfassen. Genau. Ich nehme jetzt hier meinen rechten Daumen. Das ist ja wahrscheinlich bei den meisten von euch der Fall, dass man den nutzt. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich jetzt wirklich meinen Fingerabdruck einprogrammiere, indem ich immer wieder meinen Finger hier drauf lege. Und dann seht ihr, wie dieser blaue Kreis sich so langsam füllt oder der Kreis sich blau füllt, so rum ausgedrückt. Und wie gesagt, immer den Finger mal abheben, anders auflegen. Und irgendwann haben wir diesen Kreis dann vervollständigt. Immer den Finger in einer anderen Position auflegen, damit eben alle Linien möglichst erfasst werden können. Und dann habe ich es geschafft, Abdruck hinzugefügt. Sie können nun mit Ihrem Fingerabdruck das Gerät entsperren, sich anmelden und Zahlungen vornehmen. Ja, wunderbar. Dann probieren wir das Ganze mal aus. Ich sage erstmal hier fertig. Ihr könnt auch direkt noch weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ich sage hier fertig. Und jetzt möchte ich das direkt mal ausprobieren, sperre das Gerät. Und wenn ich jetzt mein Display berühre, dann sehe ich hier unten auch diese Tafel, wo ich meinen Fingerabdruck auflegen muss, den Fingerabdrucksensor. Und jetzt war ich zu spät, machen wir das nochmal, zack, er schaltet sich sofort frei. Also das Ganze scheint sehr zuverlässig zu funktionieren. Ups. Jawohl, sofort freigeschaltet. Also das funktioniert sehr gut. Das solltet ihr euch überlegen, ob ihr das nicht auch nutzt. Das ist nämlich eine ganz praktische Sache. Zum einen braucht ihr dann nicht immer eure PIN oder euer Muster oder Passwort einzugeben, wenn ihr euer Display entsperrt. Und ihr habt ja gesehen, wofür ihr den Fingerabdruck eben noch nutzen könnt. Wenn ihr wieder rein wollt in den Bereich, dann wieder die Displaysperre anwenden.
Und dann haben wir hier eben noch ein bisschen was zum Thema Fingerabdruck. Wir sehen Finger 1, können den hier über die Mülltonne auch sozusagen entsorgen, also nicht den Finger selbst, sondern den Fingerabdruck. Können einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen und haben hier noch so Animationsstile. Achso, da können wir dann eben diese Tafel hier unten noch eben anders aussehen lassen. Das können wir uns ja nochmal eben angucken. Genau, das ist die Geschichte. Boomerang haben wir diese Geschichte. Farbskala haben wir diese Geschichte. Wir können es ja mal dabei belassen. Wählen das mal aus. Gucken wir uns gleich nochmal an. Du kannst deinen Fingerabdruck verwenden, um dein Smartphone zu entsperren oder dich zu authentifizieren, beispielsweise in Apps. Genau, weitere Informationen habt ihr dann noch. Alles klar, brauchen wir jetzt nicht. Wir gucken uns das jetzt noch einmal an, wie das jetzt aussieht, wenn ich da diesen anderen Animationsstil habe. Okay, das ist immer nur ganz kurz der Punkt. Ich kann das mal mit dem anderen Finger, dann sehen wir, dass das nicht so gut funktioniert. Zack, aber das ist eben dieser Animationsstil. Das ist nur eine ganz kurze Erscheinung. Könnt ihr ein bisschen Spielerei, sagen wir mal so, aber ist ja ganz nett, wenn man das eben auch nochmal anpassen kann. Das war's zum Thema Fingerabdruck einrichten. Denkt dran, dass ihr euch am besten mehrere einrichtet. Kann ja auch mal sein, dass ihr das Gerät in der linken Hand tragt und dann vielleicht den linken Daumen verwenden wollt. Und auf dem Tisch liegend macht es immer Sinn, den Zeigefinger irgendwie zu nutzen oder vielleicht auch den Mittelfinger oder so, je nachdem, was euch da beliebt. Aber da ist es mit dem Daumen immer ein bisschen umständlich, wenn man die Hand dann so verbiegen muss. Deswegen machen die vier Finger eigentlich Sinn, meines Erachtens. Kann ja auch sein, dass ihr das Gerät noch mit einer anderen Person nutzt. Dann macht es natürlich auch Sinn, wenn diese Person auch Zugriff haben darf und soll, dass auch die ihre Fingerabdrücke hier eben einmal einprogrammiert. Also, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ihr habt gesehen, was euch der Fingerabdruck bringt, beziehungsweise was er euch abverlangt bei der Einprogrammierung. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Moment Geduld beim Auflegen eures Fingers. Dadurch, dass wir hier so ein tolles, glattes Display haben, habt ihr gerade auch gesehen, ist mein Finger so ein bisschen immer hin und her geglitten. Und das scheint er nicht so gerne zu haben. Deswegen ganz ruhig da drauflegen in verschiedenen Positionen und dann habt ihr euren Fingerabdruck eingespeichert. Könnt dem Ganzen auch noch einen Namen geben in den Einstellungen beim Fingerabdruck. Habe ich jetzt übergangen, finde ich auch nicht so wichtig, aber das wäre auch noch möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über euren Daumen nach oben freuen, den mit dem Fingerabdruck und auch wenn ihr unseren Kanal abonniert und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, tschüss!